Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Challenge auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Place XD. Hallo, servus. Dem Tiger Farm. Hallöchen. Und dem Andi. Servus. Moin. So. Sag mal. Was? Kuppelt hier irgendjemand die ganze Zeit etwas ab und an? Bei mir nicht. Andy? Andy ist bei mir am Arbeiten. Ich bin unschuldig. Okay. Weil bei mir oben am Hof, da hört sich das die ganze Zeit so an, als würde irgendjemand ab, an und abkuppeln. Ich sehe noch nicht. Die ganze Zeit so. Bam gedrückt. Ich gehe schon in die Ecke. Bin noch nicht. Ach, warst du das? So. Nein. Wir sind hier immer noch am Arbeiten. LU, Andi ist bei mir am Ackern. Und Tiger Farm. Tiger Farm bei mir. Genau. Gut. Wir würden nochmal runtergehen. Lass mich nochmal kurz oben beim LU. Ich muss nämlich noch was besprechen. Okay. So, dann habe ich auch noch ein bisschen Zeit, mit euch zu quatschen. So, Leute, wir haben jetzt schon einige Ballen. Wir haben jetzt schon einige Ballen runtergefahren. Insgesamt 4 Ladungen stehen, glaube ich, unten. Und der Preis ist gestiegen auf 727. Mikado hat schon bei 710 ungefähr verkauft. Das heißt, wir kriegen ein bisschen mehr für die Silage. Wir fahren mal hier über. Das ist ja unser Feld, von dem her können wir hier auch drüber fahren. Oh, irgendwie leckt es heute. Bisschen. Wir werden jetzt mal kurz die Ballen unten alle hinstellen und dann ist gut. Ja, willkommen. Hast du das nicht gerade irgendwie falsch gesagt? Warum? Ansonsten sagst du immer WB. Ach so. Das hat mich jetzt schon tief getroffen. Welcome back. Das war. Wenn es unbedingt sein muss. Sag mal, ist hier eigentlich meine Wiese gedüngt? Gedüngt? Ach, muss doch laden. Ach, Mann. Wieso muss denn das immer 10 Jahre laden? Laden, laden, laden. Nein, ist nicht gedüngt. Scheiße. Shit, meine ich. Das macht es auch nicht besser. Stimmt. Warte mal, das sieht scheiße aus. Mann! Ich muss das mir mal echt abgeben, wenn ich das sage. Landschaft bearbeiten. Ändern. Ich muss sagen, sie haben viel Geld, oder? Ein bisschen. Wieso? Ja, wenn sie sich sogar die Landbearbeitung, Landschaftsgärtner leisten können. Ja, das sieht kacke aus hier bei meinem... Scheiße. Ach, Mann, schon wieder. Was ist denn jetzt? Kacke oder... Scheiße oder Shit? Beides. Waren aber 3 Sachen. Ach, egal. Ja. Ich verwirre mich. Ach. Was sollte ich sagen? Du musst mal so einen Counter einbauen, der dann immer zählt, wie oft ich Scheiße oder Shit sage. Das wird schwer. Kann ja in der Videobearbeitung könnte man es einstellen. Sag mal, wieso wurde mir denn gerade 14.000 Euro überwiesen? Vielleicht Ballen. Hast du Ballen verkauft? Nur meine. Hä? Hast du Geld bekommen? Warte mal. Hast du Geld bekommen? Warte. stimmt. Top. Ja. Ja, bitte. Ich wollte einmal Min und Schwadan abrechnen. Ja, ich würde gerne vorher nochmal eine Umbuchung haben wollen.
Ja. Die 14.000 Euro gehören mir, nicht Mikado. Ja, das nächste Geld, was euch überwiesen wird, gehört Varuna LP, nicht mir. Beziehungsweise Mikado kannst du an mich überweisen dann. Ja, ja, mach ich dann. Das waren 14.200, ne? Glaube ich. Ja, könnte sein, ich hab's nicht gesehen. Ja, 14.200. Ja. Okay. Und was, danke, was kriegt das LU? Das LU kriegt 1600. Oi, oi, oi. Gut. Ich komm gerade mal mit hoch. Okay. So. Ja. Hallöchen. Hallo. 1000 Geld an Hof überweisen. 1600. Ja. So. Dankeschön. Die Wiese hat. Achso, das war jetzt der Stundenlohn. Ja. Ja, genau. Ah ja, okay. Dann so würde ich direkt danach nochmal Ballenpressen auf dem Feld buchen. Ja. Ist langweilig, gell? Immer das Gleiche. Nö, nee, also für mich noch nicht. Nicht? Okay. Und die nächste Rechnung, die reinkommt, oder Zahlung von Ballen, die gehört auch mir. Okay. Da werden jetzt noch 1, 2, 4, 6, 8, 2 Ladungen kommen noch. Lass uns ein grande Malheur passieren. Wie bitte? Lass uns ein grande Malheur passieren. Ja, das darf mal passieren. Mir wäre es gar nicht aufgefallen, wenn Mikado nicht gesagt hätte, hö, warum hat das LU mir Geld überwiesen? Also von dem her, so, das war, hat er das Pech war gehabt. Von Ihnen? Ja. Oh. Wie gesagt, die nächsten 2 Ladungen auch noch bei mir. Okay. Das zeigt aber, wie ehrlich er ist, oder? Ja. Das kann man leider nicht so ganz nachvollziehen. Naja, das weiß er nie bei diesem Mikado, was der sich so denkt. Oh nee, nein! Jetzt rollt mir der Ballen in den Busch hier. Ja. Oh, Regen ist angekündigt. Regen ist angekündigt, das ist ungeschickt. Ich hoffe mal, das ist nicht so wie bei meinem Livestream zuletzt, wo es insgesamt 4 Realtime-Stunden geregnet hat. Hm. Oder noch länger. Gut, aber ich glaube. Okay, was haben wir hier angepflanzt? Warum habe ich eigentlich da oben schon Gerste angepflanzt? Das weiß ich nicht. Okay, ist egal. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. 4, 6, 7. Genau. Also eine wie viele Ladungen kommen dann noch rein? 2. Eine 2. Volle und einmal 8 und einmal 7 Ballen. Okay. Gut. Dann wissen wir Bescheid. Danke. Bis genau. So. Sind sie ja wie. Gut, ja, jetzt habe ich gerade mal geklärt, dass. Ja, die hatten wirklich gedacht, die Ballen seien von ihnen. Ja. Aber ich hatte es ja eigentlich schon mal gesagt, dass das nächste Geld oder die nächsten Ballen dann für sie sind. Wissen Sie was? Ich glaube, dass ich demnächst auch mal Schafe holen werde. Wieso denn das? Tja. Ha. Das lohnt sich doch nicht, Schafe. Braucht man nicht. Soll das jetzt ein Tipp oder eher so ein Tipp zum Versagen führen? Ja, ich glaube, das lohnt sich nicht bei Ihnen. Wieso? Weiß nicht. Was soll das denn heißen? Es lohnt sich bei mir nicht, aber Sie wissen es nicht, oder was? Betrug. So, ja, weiter im Text. Was machen Sie heute Schönes? Wieso fragen Sie mich das? Das ist so seltsam. Essen und Gierde. Ah, okay. Würde halt gern wissen, also ob Ihr Hof erfolgreich läuft. Ja, eigentlich. Wieso mäht man mit einem Mähwerk? Sparsam. Ah ja, okay. Ja. Ja, bei mir geht's eigentlich ganz gut. Bei Ihnen so?
Besser könnte es im Moment, glaube ich, wirklich nicht laufen. Und das ist ganz ernst gemeint. Besser könnte es laufen. Nee, ernsthaft, ernsthaft. Ernsthaft? So, gucken wir mal nach rechts oben. Da wird sich gleich nämlich ein bisschen was tun. Ach so, ja. Genau. Dann machen wir die hier noch weg. Moment. Klopf, klopf. Ja. Haben Sie keine eigene Presse? Nein. Noch nicht. Dann... Moment, ich habe gleich ein Chaos hier am Laufen wahrscheinlich. Dann beim Händler, ja. Ja, die beim Händler. Vielen Dank. Danke auch. Okay. So. Das ist aber ganz schön doof hier. Wieso kann ich denn nichts auf meinem... Och nee, was machen denn die Ballen da oben? Warum bleiben die denn hängen? Ist ja komisch. Oh, die backen da oben fest. Ah, jetzt kommt einer runter. Nee, kommt nicht runter. Ja, das habe ich mir gedacht. Das hatte ich gerade gesagt. Jetzt kam gleich ein Chaos. Hä, das ist aber irgendwie viel. Ich kann... Wieso kann ich denn hier nichts platzieren? Sagen Sie das mal. Das Objekt kollidiert mit einem anderen. Hier steht doch gar nichts. Das ist manchmal so. Ja, aber wieso ist das manchmal so? Das ist doch einfach nur verarschen. Heute machen wir den Reibach. Muss nochmal. Klopf, klopf. Ja. Hatten Sie mir das Geld noch überwiesen? Ja. Wie viel war das? 23.200. Ja. Doch, das müsste an. Hatte ich gar nicht registriert. Okay. Doch, habe ich aber Ihnen überwiesen. Okay. Gut, danke. Ja, ich bin gerade auch noch so zusätzlich am Ballen verkaufen, deshalb kann es sein, dass ich das nicht so wahrgenommen habe. Gut, danke. Wie lange noch? 5. Okay. So. Warte, das ist jetzt die vierte Folge, ne? Jawohl. Eine haben wir heute noch in der Session. Ich bin irgendwie heute verwirrt, ganz verwirrt. Erst mit der Uhrzeit. Ach ja. Also das ist schon echt seltsam, dass ich ja, dass hier steht, dass das einem anderen Objekt kollidiert. Nee, das ist manchmal so mit dem Untergrund so. Hatte ich auch schon oft, wenn ich irgendwas platzieren wollte oder so. Ich meine, hier stand vorher mal was und das ein bisschen angehoben. Aber der Rest doch nicht. Ja, aber gerade durch das, dass da schon mal was platziert war, kann es... ja, das ist buggy, aber... Ach so, den einen Ballen hatte ich ja noch so. Kollidiert mit jemand mit einem anderen Objekt. Hier steht doch gar nichts. Wollen mich doch einfach nur verarschen. Das kann natürlich auch sein. Oder schon ganz schön... So, was macht der Preis? Der Preis ist stabil.
Ich glaube, ich habe gerade etwas gemacht, was ich jetzt schon bereue. Glaube ich. Ach, egal. Was denn? Ich habe ein bisschen Gras von mir weggemacht. Aber. Ach so, ja. So schlimm ist es eigentlich, glaube ich, auch nicht. Die Frage ist halt zusätzliche Gewinnfläche. Je nachdem, wie weit man oben auf Silage gehen möchte oder nicht. Nein, ich meine, ich habe jetzt nichts platziert oder so, sondern ich habe halt schon gemähtes Gras, habe ich jetzt durch Bodenveränderungen weggemacht, aus Versehen. Klopf, klopf. Jawohl. Ja, bitte. Die Abrechnung für den. Was? Fertig? Jupp. Wie viel macht das denn? Lass mich auf meinen schlauen Zettel gucken. 1000 bitte. 1000, okay. Tiger Farm, Geld überweisen, nein, nicht 14.000. So, vielen lieben Dank für Ihre Arbeit, Ihre Hilfe. Dankeschön. Schön. Ciao. Ciao. Tschüss. Eigentlich kann ich direkt schon da hochgehen und dann die nächste Aufgabe machen. Tja, so ist es halt. Inzwischen läuft sie ja. Das ist richtig. Action, Action, Action. Wir haben noch 2 Minütchen, circa. 2 Minütchen? 2. Ja, meine ich doch. Ich wollte hier das andere mal noch angucken. Okay. Warte, ich glaube, das mache ich jetzt. Ich komme gerade wieder. Ja. Achso, Mikado. Ja. Wieder da. Der Ballen rollt weg. Tschüss, Ballen. So. Okay. Heute wird Geld verdient. Das habe ich gesehen bei Tiger Farm. Der Tiger Farm hat versucht, hier den Zaun kaputt zu fahren. Sachbeschädigung oder was? Sachbeschädigung, ja, genau. Bei meiner Wiese. Ja, solange es nur deine ist. Alles gut. Oh, hallo? Muss ich mal glatt noch ein bisschen mehr überweisen, damit er seinen Traktor wieder reparieren kann. Warum steht da ein Mähwerk auf dem Weg? Das ist nicht von mir. Wohl, das kann gut von mir sein. Hier steht... Mitten können auf Sie da nicht gut durchfahren? Mitten auf der Straße? Doch, perfekt. Ah, schade. War kein Problem. Ich habe das da nicht hingestellt, wollte ich nur. Es sieht eher so aus. Wenn dann der Lohnunternehmer. Sieht eher so aus, als hätte man da ein Fahrzeug zurückgesetzt oder so. Ups, falsche Taste. Boah, ich dachte gerade, der hat den Zetter, Alter. Ah, oh, ich dachte gerade, der wird hier gerade mein Gras zu Heu machen. Das wäre nicht so gut. So, aber wir sind am Ende angekommen. Gekommt. Kommt? Gekommen. Okay. Gekommt? So, dann gehen wir mal gerade. Ja, Alter, yo, was? Hä? Was hat denn der LKW jetzt gefahren? Meine Sachen? Der hat gefahren. Ja, der hat alles so. Alter, was hat der denn gegen meine Sachen hier? Sie sind von dir, das ist wahrscheinlich das Problem. Alter. So, liebe Leute. Das ist aber gar nicht Sachbeschädigung.
Ja, jo, und das Auto macht auch noch Sachbeschädigung. Ja, ich würde sagen, das ist die Strafe dafür, dass sie die Sachen einfach mitten auf der Straße platziert haben. Das war das Lohnunternehmen. Ich habe gesagt, sie sollen es zurückgeben. wenn sie das nicht tun, dann ist es nicht mehr. Das wohl wahr. Dann könnte man fast ein Ordnungsgeld für Mikado verlangen. Wie soll ich das denn machen, wenn ich gerade noch am Mähen bin? Ja, das ist meine Antwort, hä? Was habt ihr jetzt zu sagen? So, gut, liebe Leute. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wenn's heute euch die Folge als Sachbeschädigung bei Mikado. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Oder alles. Exakt. Am besten. Und bis morgen. Ciao. Ciao.